So, ich bin hier mit der Marie vor dem Hauptzollamt und die Marie ist die Pressesprecherin des Zolls, was natürlich auch ein sehr außergewöhnlicher Job sozusagen ist, weil damit verbindet man den Zoll ja eigentlich überhaupt gar nicht. Deshalb ist es umso interessanter, wenn du uns einfach mal ein bisschen was erzählen würdest, ja, über den Job jetzt selber. Ja, der Bereich der Öffentlichkeitsarbeit und auch Pressearbeit ist tatsächlich so ein bisschen ja, außergewöhnlich, sage ich. Man hat das jetzt nicht sofort auf dem Schirm, wenn man an eine Verwaltung denkt. Ja, stimmt. Ging mir irgendwie auch so, bevor ich beim Zoll angefangen habe. Im Laufe meiner Ausbildung habe ich halt festgestellt, so, hey krass, es gibt ja auch hier diese Pressearbeit und die Möglichkeit, dort mal hinzukommen. Und fand das einfach total spannend und natürlich so wie die anderen Bereiche des Zolls auch, aber das war halt schon echt. Ja, so ein Schmankerl kann man fast sagen. Das kann ich mir vorstellen. Das ist ja schon ein bisschen außergewöhnlicher dann. Und dann erzähl uns doch mal ein bisschen über deinen Ausbildungsweg. Also, welchen Weg hast du bestritten? Bist du in den, hast du eine Ausbildung im gehobenen Dienst gemacht oder im mittleren Dienst? Ja, erzähl doch einfach mal ein bisschen. Ich habe die Ausbildung im gehobenen Dienst gemacht, also sprich dieses duale Studium. Ja. Fand ich damals total cool, die Aussicht darauf, dass man halt jetzt nicht einfach nur studiert und ja, quasi die Schulbank drückt, sondern halt einfach auch das theoretische Wissen, was man erlangt, in der Praxis anwenden kann. Hier war es halt dann auch so der Fall, das ganze theoretische Wissen, was ich in dem Bildungszentrum in Münster kennengelernt und eben auch so gelernt habe, habe ich dann hier in meinem Ausbildungshauptamt in München ja, dann angewendet. Und das fand ich halt wirklich total cool damals und würde es auch wieder machen, muss ich sagen, ja. Ja, man muss ja auch dazu sagen, Münster ist dazu auch noch eine sehr schöne Stadt. Oh ja. Da kann man sich wohlfühlen. Richtig cool. Genau. Und dann erzähl doch mal, wie bist denn du überhaupt darauf gekommen, zum Zoll zu gehen? Also bist du zum Messen gegangen? Hast du dich anderweitig informiert über Freunde? Ja, erzähl mal. Ja, das Witzige war eigentlich, meine Mutter, die arbeitet in der Logistikbranche und hatte auch öfters mit dem Zoll zu tun. Und dann sah sie eines Tages in der Zeitung die Stellenannonce vom Zoll und meinte so, hey, informier dich doch mal, vielleicht wäre das ja was für dich. Super breites Aufgabenspektrum. Habe dann mich im Internet halt auch schlau gemacht darüber, die verschiedenen Bereiche, was sind überhaupt auch so die Lerninhalte, passt das so für mich? Und dann habe ich festgestellt, so ja, mach das mal, bewirb dich. Und es hat halt dann auch zum Glück geklappt, muss ich sagen. Ja, das freut mich auf jeden Fall und du scheinst auch ziemlich begeistert davon zu sein. Ja, dann, wie bist denn du dann wirklich dahin gekommen, also dann zur Pressesprecherin? Also, wie war denn da der Weg nach der Ausbildung? Also, wie ist das vonstatten gegangen? Ja, also während der Ausbildung habe ich nicht nur die Bereiche Finanzkontrolle, Schwarzarbeit oder hier Verbrauchsteuerbereich kennengelernt, sondern unter anderem halt auch den Bereich der Öffentlichkeitsarbeit. Und das fand ich halt damals zu dem Zeitpunkt schon total interessant und eben auch, weil man halt das nicht unbedingt gleich von vornherein mit einer Verwaltung verbindet, dass es so eine Stelle gibt, ne? Ja, und dann nach der Ausbildung war ich ein Jahr bei der Finanzkontrolle Schwarzarbeit, was ich halt auch mega cool fand, einfach deswegen, weil man sowohl rausfährt, Durchsuchungen durchführt, aber halt auch seine Arbeit am Schreibtisch vollzieht. Ja, und dann nach diesem Jahr war es dann so, dass da eine Stelle ja quasi unterstützend angesiedelt wurde im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit und ich dann auch gefragt wurde, ob ich es machen möchte, weil man sich daran erinnert hat, so, dass mir das halt während der Ausbildung auch total viel Spaß gemacht hatte. Und ja, dann habe ich da gleich zugeschlagen und gesagt, so, ich möchte es unbedingt machen. Es ist total abwechslungsreich und es wird halt auch nie langweilig. Ja, das haben wir ja auch schon jetzt gehört des Öfteren, dass man ja wirklich alle Abteilungen durchläuft und somit dann natürlich auch die Leute kennenlernt. Und wenn man dann natürlich in guter Erinnerung bleibt, ist es natürlich umso lobenswerter für dich, wenn man dann direkt angesprochen wird. Was war denn so bisher das Aufregendste, was dir jetzt bisher ja in der Presseabteilung dann widerfahren ist? Also das klingt ja eigentlich dann bestimmt alles ziemlich spannend, was du da so erlebst. Ja, durchaus. Es ist, jeden Tag lernt man irgendwie was Neues dazu. Das ist so, also das eine. Zum anderen ist es auch tatsächlich so, wenn jetzt irgendwie Drehbegleitungen anstehen, fiebert man ja schon auch mal so mit, geht jetzt alles klar? Ich hoffe, dass es alles gut im Kasten ist. Aber auch Aufgriffsmeldungen von unseren Kollegen, das melden die uns, damit wir eine Pressemitteilung rausschreiben. Und dann ist es halt auch immer da recht spannend zu sehen, wie kommt es in der Öffentlichkeit an? Ja, wie ist das Feedback? Und das ist halt einfach wirklich so dieser ganze Reiz, dieser Reiz, der das ausmacht. Okay, also wird dann auch alles wirklich sehr transparent gegenüber der Öffentlichkeit dann auch gehalten, also dass ja, wir alles mitbekommen können und ich meine, Feedback ist ja auch immer gut, ne? So,
Okay, und wie lange machst du das jetzt schon? Ich bin seit 2014 im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit und ja, finde das cool. Ja, du scheinst auch sehr zufrieden zu sein, so wie du es erzählst. Also das steckt, also die Begeisterung steckt an, auf jeden Fall. Und an dem Punkt wollen wir uns auch einfach direkt mal bei Marie bedanken, weil Marie hat uns die letzten Tage wirklich sehr lieb empfangen und nett begleitet und uns wirklich alles gezeigt. Ja, es hat sehr viel Spaß gemacht. Wir haben auch sehr viel gelernt und ja, danke schön, Marie. Ja, schön, dass ihr da wart. Ja, danke.